Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come. Wir haben in der letzten Folge... Du trägst zu viel. Ja. Ah, da haben wir ihn doch. Wir haben in der letzten Folge das Heilmittel für Merojet entdeckt. Und ja, wir konnten endlich auch den Banditen verhören. Einen der Banditen, die Merojet angegriffen haben und haben natürlich auch das eine oder andere erfahren. Nun ja, wir haben diesen Banditen jetzt nach Ratai gebracht. Dort sitzt er jetzt im Gefängnis, wartet auf seine Hinrichtung und wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Müller, um ein bisschen was zu verkaufen, um eine Nebenquest zu erfüllen und machen uns dann weiter auf dem Weg zu unserem Herrn. Damit der uns sagt, wie es jetzt weitergeht. Gibt es hier Arbeit für Zimmermänner? In diesen Zeiten? Ich bin froh, wenn ich durchkomme. Kann ich was fragen? Wie ist der Herr hier so? Herr Hanusch? Er behandelt seine Leute gut, aber er ist ein Raubein. So wie die Dinge laufen, wird's mich nicht wundern, wenn er und seine Männer ein paar Ärsche versohlen. Wie ist Herr Hans Kappon so? Ach, ein verwöhnter Stenz. Herr Hanusch muss versuchen, ihm etwas Vernunft einzubläuen. Andernfalls graut's mir davor, was aus Ratai wird, wenn er herrscht. Da habe ich keine große Hoffnung, ehrlich gesagt. Kennst du Herrn Bernhard, den Hauptmann Ratais? Griesgrämig, aber gerecht, würde ich sagen. Sagt ein Verbrecher. So. Kannst du mich im... Ich will ein Meist... Gut, aber... Ja, vielleicht ein andermal. Ein anderes Mal. So, gestohlene Waren verkaufen. Dann machen wir doch mal. Erstmal alles, was ich so habe, was ich nicht brauche. Die Pfeile brauche ich natürlich. Oha, ich habe ja doch schon ein bisschen Ware zusammengekriegt. Ich verkaufe alles, was jetzt geklaut ist. Ah, ich habe nicht mehr viel Sattheit. Ich glaube, die esse ich dann doch lieber. So, mein Pferd trägt natürlich auch noch einiges rum. Venezianischer Glaskelz. Kelch. Ach, was soll's, ich verkauf's einfach. So, meine Güte, da kommt ja doch ein bisschen was zusammen. Ich will versuchen, noch auf die 1000 zu kommen. Ach, komm. Ach, da ist das Heilmittel für Merojet. Das sind Grieben. Frisch gebratene Schweinegrieben. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Verkaufen wir es lieber. So. Lass uns über den Preis sprechen. Selbstverständlich. Ist das genug? Das klingt interessant. Machen wir 1110. Siehst du? So, Moment. Das hier esse ich jetzt erstmal.
Und jetzt hole ich mir erstmal von meinem Pferd noch ein bisschen was. Inventar, Inventar. Die ganzen Pfeile kommen jetzt mal her. Mann, 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 da habe ich ja echt ein bisschen was zusammen. So, komm mal her. Was mache ich? Gestohlene Waren zu kaufen. Nicht, dass ich dir den. Wenn jemand. Ein Ach, Moment. Jetzt war jetzt die Frage. Hier. Ich habe hier Ding. Ich bin ja gerade ein bisschen abgerutscht. So, Bartaxt brauche ich nicht. Fackel kann eine weg. Die Wundpfeile brauche ich nicht. Spitzpfeil. Der hochwertige Pfeil, der eine Jagdpfeil, das ist ja jetzt Blödsinn, wenn ich das weiter bei mir rumtrage. So, jetzt geht's wieder los. Der ganze Quatsch da verkaufen. Na, bei den Rüstungsteilen kommt auch ein bisschen was zusammen. Die Verbände verkaufe ich mal einige. Oh, jetzt habe ich sie alle verkauft. Ach, was soll's. So, sieht doch gut aus. Warenkorb prüfen und feilschen. Lass uns über den Preis. Na, machen wir 900 raus. Was sagst du da? Das klingt interessant. Ja, das. So. Seht ihr, so kann man ein bisschen extra Kohle zusammenkratzen. Aber das Feilschen ist eigentlich echt gut. Also das bringt einem handfeste Vorteile, echt praktisch. Komm schon. So, Theresa, wo bist du denn? Die pennt, die Alte pennt immer noch, das gibt's doch nicht. Macht die irgendwas anderes außer schlafen? Ach, okay, wenn es zu Jesus kompliziert ist, Christus, kann ich ein gar Dieb! nichts machen. Wow! Tut mir leid. Ach, Theresa, komm. Ja, meine Güte. Peschek, warte doch! Es war ein Versehen, ich schwöre. Nein, Peschek, komm her! Oh Mann. Was ist denn los? Willst du dich stellen oder was? Peschek, es tut mir leid. Peschek! Da ist ein Dieb! Wache!
Ja, bist du? Ja, du Idiot! Ah. Naja, wenn ich schon dabei bin. Heinrich, komm! Hey! Was zur Hölle? Hi! Strafdieb! Ja, gib mir mal dein Geld her. Danke. Na, wenn ich schon dabei bin, bevor ich verhaftet werde, sammle ich dann wenigstens ein paar Kräuter. Wo bleibt denn die Wache? Oh, halte doch die Klappe. Aber dass ausgerechnet der Pechek sich drüber aufregt. Das ist nicht gut. Damit komme ich nicht klar. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, ich find's auch schön. Ach, was soll's? Ich habe ja eigentlich alles, was ich brauche. Komm mal, wir hauen hier ab. Bevor irgendeiner noch auf die Idee kommt, uns festzunehmen, verschwinde ich doch lieber. Was macht denn da ein Questgeber mitten im Wald? Ein unbekanntes Gebiet. Das interessiert mich jetzt. Dann gehen wir halt mal hin und schauen nach. Wie gesagt, so ein Questgeber mitten im Wald irritiert mich. Also bei mir hat es gerade sehr, sehr laut geknallt. Entweder ist da gerade mein Kräutergarten auf dem Balkon umgefallen oder irgendeiner hat die Tür zugeschlagen. Okay, egal was es ist, das hält noch ein paar Minuten durch. So. Dann reiten wir doch mal hin und schauen nach. Nein! Haha, gut getimt. So, dann gucken wir doch mal. Das sind Hexen. Das ist wieder so eine Kräutertante. Die sieht ein bisschen tot aus. Ah nein, sie bewegt sich gut. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? In der Tat. Drahomira, eine Witwe aus Ledetschko, hat mich um Hilfe gebeten. Aber zu Fuß ist der Weg lang. Und mein Rücken schmerzt. Ich schaffe eine solche Reise nicht. Eine Frau aus Ledetschko? Haben die denn dort kein Kräuterweib? Oh doch, aber die wollte nicht. Sie ist eine reiche Witwe, hat den Fleischerladen geerbt. Du weißt ja, wie die Leute reden. Vor allem über jene, die besser dran sind als sie selbst. Weißt du etwas über Exorzismus? Exorzismus? Oh ja. Ja, Geister austreiben, ausräuchern, Zauber. Klingt nach der richtigen Aufgabe für mich, oh ja. In dem es spukt? Genau mein Ding. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Wir reden hier vom wahrhaftigen Geist eines Mannes, der keinen Frieden findet. Um ihn zu verbannen, müssen mehrere Dinge getan werden. Einem schwarzen Hahn die Kehle durchschneiden?
Wie kommst du auf solchen Unsinn? Nein! Weißt du, was Ausräuchern ist? Du brauchst 10 Mondblumen und Blumen vom Grab des Verstorbenen. Diese Dinge bringst du ins Haus, in dem es spukt, und verbrennst sie dort. Der Rauch verjagt alle ungewollten Geister. Klingt spaßig. Klingt spaßig. Ich helfe dir. Das ist kein Spiel, Junge. Es ist bitter ernst. Rahumira war völlig verängstigt. Doch eigentlich ist es ein digitales Medium. Nicht zu spaßen. Schon gut. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Alles Weitere erfährst du von Rahumira. Sie lebt in einem Haus am äußersten Rand Ledetschkos. So, dann verkaufe ich der Alten noch jetzt gerade mal noch ein paar Dinge. Mondblumen, ah, da fehlen mir noch ein paar Stück. Und ich verkaufe diesen natürlich. So. Auf, wo du hingehst. Ja, der Tisch steht in meinem Weg. Na. Oh. Was? Da habe ich scheinbar was vergessen zu machen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schnell weg. So weitläufig hier. Total ungewohnt. Mal sieht man noch keine 10 Meter hier im Wald. Bin ich gerade an einer Wildsau vorbeigeritten? Jo. Mohn. Oder? Nein, das ist kein Mohn. Ringelblumen. Na, was soll's, wenn ich schon dabei bin. Ja, alles Ringelblumen. Ganz falsche Richtung. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Aussichtspunkt zu Herrn Ratzig. Und ein Aussichtspunkt ist ja, oder sollte ja, logischerweise ein bisschen höher gelegen sein. Da unten ist Talmberg und da oben auf dem Hügel, würde ich sagen. Da läuft ein potenzielles Opfer lang. Ja. Vielen Dank für die Gulden. Vielen Dank, wie lieb von dir.
Wieso ist er noch weit weg? Naja, quasi um die Ecke. So, da ist es ja schon, das Militärlager von Herrn Ratzig. Wie sieht mein Essen aus? 87, passt. Hilfe. Du, bleib sofort stehen. Ja. Ergib dich. Was denn, Lu? Du bist ein Verbrecher und wirst verhaftet. Genug. Ich ergebe mich. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hab ich dich endlich. Was? Der Dieb hält uns für Narren. Du hättest dir das zweimal überlegen. Ich könnte ihn hiermit überzeugen oder mit Gewalt drohen. Ich will ihn mal überzeugen. Pass auf, ich sag dir die Wahrheit. Aber du darfst es keinem... Das wird dir nicht viel nützen. Ach, hier. Boah, nerv mich nicht. 125, da fällt mir doch der Kopf in die Suppe top. Ah, hallo. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Kann ich etwas für dich tun, Herr? Ja, Heinrich. Schleimer. Bergbaukonstrukteur Pfeiffer benötigt einen verlässlichen Gehilfen. Der Bergbaukonstrukteur? Geht es um Scarlett? Sozusagen. Meister Pfeiffer hat, nun ja, düstere Vorahnungen. Ich glaube, er wird dich in die Skalitzer Minen schicken wollen. Kann man sie instand setzen? Mit dem nötigen Willen sowie genügend Rohstoffen bringt man alles wieder in Gang. Bergbaukonstrukteur Pfeiffer kann dir genaueres sagen. Für eine Weile bist du sein Gehilfe. Gewiss, Herr. Wo finde ich ihn? Ist er hier in der Burg? Das ist eine gute Frage, Junge. Wenn er sich nicht gerade auswärts um Probleme kümmert, sollte er in Pirkstein sein. Sieh dich um, bestimmt läufst du ihm über den Weg. Hab Dank, Herr. Ich werde ihn sogleich aufsuchen. Viel Glück, Heinrich. Pass auf, dass du nicht ausrutscht. Der Herr sei Ich bin aus Merhui. Wie sieht es dort aus? Ich habe aus dem Kloster Hilfe geholt. Bruder Nikodemus und Johanka aus Scarlett. Glücklicherweise gelang es Nikodemus, die Krankheit zu heilen. Zumindest sieht es bis jetzt vielversprechend aus. Dem Herrn sei Dank. Endlich gute Nachrichten. Was ist mit dem Gefangenen? Hast du ihn befragt? Er war auch krank. Hat er überlebt? Zum Glück überlebte er und ich konnte ihn befragen. Was hast du erfahren? Er brachte die gefälschten Münzen nach Pribislawitz. Erhalten hat er sie von einem Händler namens Menhard. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber ich weiß, wo das Geld übergeben wird. In der Nähe von Rovna. Und dieser Menhard sollte jetzt dort warten. Ausgezeichnet, Heinrich. Diese Gelegenheit dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Begib dich dorthin und nimm diesen Menhard in die Mangel. Warte noch. Es gibt da etwas, über das ich mit dir sprechen möchte. Oha. Was kommt jetzt? Ist er etwa mein Vater? Ich wusste, du enttäuschst mich nicht. Nichts gegen Bernhard, Robert oder einen von den anderen. Aber keiner hat so viel herausgefunden wie du. Zumindest nicht ohne Prügel und Folter. Aber das funktioniert ja auch nicht immer. Dich schickt der Himmel. Danke, Herr. Finde heraus, wer hinter all dem steckt, dann werden wir sie uns vorknüpfen. Ja, Herr. Du siehst ein bisschen gelangweilt aus. Herr. Was gibt's? Manchmal frage ich mich, was das alles zu bedeuten hat. Warum lässt Gott nur so etwas zu? Dieses Gemetzel und die nie enden wollende Rache. Eine schwierige Frage. Ich bin kein Theologe. Aber vor langer Zeit kam ich zu dem Schluss, dass wohl alles im Leben eine Prüfung ist. Das Leben ist eine lange Kette aus Problemen, die es zu lösen gilt. Je mehr wir lösen,
desto bessere Menschen werden wir. So habe ich das noch nie betrachtet. Sieh dir nur diese ganzen verwöhnten Schnösel an, die keine Sorgen haben, wie der junge Herr Capon zum Beispiel. Allein der Gedanke an seine Regentschaft lässt mich erschaudern. Das Leben birgt immer neue Herausforderungen, doch wir müssen stark bleiben und uns ihnen stellen. Nun, begib dich nach Sasau und stell dich dieser. Verlass dich auf mich, Herr. Viel Glück. Ach, eine schöne Szene. Irgendwas liegt diesem Kerl auf dem Herzen. Irgendwas verheimlicht er vor uns. Neue Stufe erreicht. Stärke. Yay. Für die ganze Scheiße nur 375 Gulden. Willst du mich verarschen? Geizkragen. So, das ist jetzt alles meins. Oh je, da kommt ja immer was Neues dazu. Ach, ich dachte gerade, da würde ein Hase festhängen, das ist nur ein Schatten. Gut, Leute. Genießen wir die Aussicht und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge werden wir uns um ein paar Nebenquests kümmern. Zum Beispiel die mit den Skalitzer Minen, die würde mich jetzt interessieren. Also, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.